Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Namenlose Nacht für das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulysses Spiele. Das ist ein Abenteuer, was es schon einmal gab und jetzt für DSA 5 noch einmal neu aufgelegt worden ist im Rahmen des Wege der Vereinigung Crowdfundings. Viel Spaß! Ja, worum soll es in diesem Abenteuer gehen? Und diese Frage ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und versucht, verschiedene Plotstränge zusammenzufassen. Es sind noch ein paar neue dazugekommen. Es gab in dem alten Abenteuer für DSA 4.1, das war das Abenteuer 203, da gab es eben auch schon einmal diesen Plotstrang, dieses Abenteuer. Und das wurde jetzt mit dem neuen Overlay, mit der neuen Layout, wurde das nochmal herausgegeben. Alle Bilder sind irgendwie bunt. Und es wurden eben auch noch viele weitere Bilder hinzugefügt, die eben auch im Rahmen von dem Wege der Vereinigung Crowdfunding gezeichnet worden sind, gemalt worden sind. Und das sorgt eben auch dafür, dass aus den 150 Seiten jetzt 220 Seiten geworden sind. Das Abenteuer spielt normalerweise in Gareth. Das könnt ihr hier auch auf der linken Seite erkennen. Es kann aber auch verschoben werden in andere Termen, meinetwegen auch in andere Zeiten. Es sollte in den namenlosen Tagen spielen, aber das Datum, das Jahr ist eigentlich beliebig. Da kann man also nach vorne und nach hinten schieben, wie man möchte. Und man kann es eben auch in anderen Welten spielen. Da müsste man natürlich noch ein paar Anpassungen vornehmen, aber auch das, wenn man dieses Abenteuer mal für Shadowrun erzählen will oder für andere Systeme, für andere Welten, das würde natürlich irgendwo gehen. Man muss, wie gesagt, ein paar Anpassungen machen, aber hier sind unglaublich viele Abenteuer-Plotstränge drin, die man dann, ja, so oder so ähnlich bespielen kann. Zunächst geht es darum, dass eine junge Dame entführt worden ist und der Vater heuert jetzt die Helden in Gareth oder so, wo auch immer an und möchte, dass sie seine Tochter finden. Das ist erstmal so dieser kleine Aufhänger, damit man überhaupt in diese Thermen reinkommt. Da kann man ein bisschen in der Stadt ermitteln, kann man sich so ein bisschen darauf vorbereiten, ob man das dann schon zu den namenlosen Tagen spielt oder wahrscheinlich vorher im Monat Raya dann ansetzt. Es ist auf alle Fälle sinnvoll, dass man da dann vielleicht ein bisschen weiter die Ermittlungen zurückversetzt, also dass man dann eben Ende Reihe anfängt und in den namenlosen Tagen ist man dann mit seinen Ermittlungen fertig, hat dann herausgefunden, dass sie wohl in diese Therme entführt worden ist, damit man sich da eben ordentlich darauf vorbereiten kann, damit man ein paar Informationen einholen kann und dann beginnt es quasi in diesen Thermen. Es geht erstmal nur darum, dass die Helden einen Grund haben, in diesen Orgien mit dabei zu sein, beziehungsweise dass man überhaupt reinkommt. Normalerweise ist das nämlich nichts für sehr göttergefällige Helden. Ja, die Jahreswendorgie. Einmal im Jahr, sprich zu den namenlosen Tagen, ziehen sich die Herrscher, die so ein bisschen verrucht sind, zurück. Man hat irgendwie die ganze Zeit Geld rumliegen und langweilt sich und dann möchte man wenigstens jetzt die 5 Tage im Jahr dazu benutzen, dass man ja das Geld ein bisschen anders mal auf den Kopf schlägt, was man normalerweise sonst so nicht bekommt. Die verbotenen Früchte sind natürlich immer die leckersten und dementsprechend trifft man sich dann in diesen Thermen, die von Bardo und Schella gebaut worden sind. Bardo und Schella sind ein Kaiser-Zwillingspaar, also sind Geschwister, die vor vielen Jahren mal auf dem Thron saßen, bis dann ihr Verwandter Reto sie abgesetzt hat. Die waren so ein bisschen verkommen, haben das Regieren nicht so ernst genommen und Reto hat dann Schlussstrich drunter gezogen, hat sie dann aus dem Palast vertrieben. Seitdem sind sie verschollen, verschwunden. Chella ist dann irgendwann an einem Herzinfarkt gestorben. Aber was mit Bardo passiert ist, das weiß man gar nicht so sehr. Man vermutet, dass er gestorben ist. Ja, das so ein bisschen als Hintergrund zu diesen Thermen, zu diesem
Badehaus, was ein bisschen größer ist, und in dieses wird sich dann eben zurückgezogen. Jetzt kulminiert das allerdings, und nicht nur die Helden sind hier unterwegs, um die alte Gilde zu stoppen, die jetzt hier mit Menschenentführung arbeitet, sondern es passieren noch viele, viele weitere Dinge. Wie gesagt, wir haben die 5 namenlosen Tage, und da passiert eben gerne mal ein bisschen mehr. Da ist das Böse immer sehr aktiv. Unter anderem ist der Gastgeber ein namenloser Priester, der jetzt ganz gerne ja, seine eigenen Ziele verfolgt. Er hat auch einen Vampir eingeladen und möchte ganz gerne von ihm geküsst werden, möchte von ihm den vampirischen Fluch bekommen, weil man ist ja sowieso schon namenlos geweiht, dann kann man eben sich auch die Unsterblichkeit wünschen. Ja, das führt aber eben auch dazu, dass nicht nur der Vampir die Einladung annimmt und sich dann unter die Gäste mischt, sondern auch eine Hexe, die Rache üben möchte. Und dementsprechend folgt sie dem Vampir auf diese Orgie. Das sind dann schon mal ein paar Fäden. Das heißt, wir haben die alte Gilde mit dieser Entführung der Tochter von diesem Händler, der jetzt diese Helden beauftragt hat. Dann haben wir den namenlosen Gastgeber, der gerne Vampir werden möchte. Das ist ein Plotstrang. Dann haben wir die Hexe, die den Vampir verfolgt. Und dann haben wir noch ein paar Rajanis, also Raya-Geweihte, die hier rumlaufen, die dann gegen Belkalel-Geweihte kämpfen. Das ist ein neuer Plotstrang. Die Belkalel-Geweihten gab es zwar schon in dem alten Abenteuer 203, aber das wurde jetzt noch ein bisschen ausgebaut. Das ist auch optional. Aber diese Belkalel-Geweihten laufen zumindest auf dieser Orgie herum und könnten für Unfrieden stiften und das Ganze alles ein bisschen komplizierter machen. Es ist also ein weiterer Plotstrang, der hier eingefügt werden darf. Dann kommt dazu, dass der Bardo, derjenige, der verschwunden ist, auch hier wieder auftritt. Und naja, gut, ich sagte, das war vor vielen, vielen Jahren, und Bardo ist mittlerweile nicht mehr der Jüngste. Der möchte ganz gerne seine Jahre wieder zurückhaben und sich verjüngen, und dazu benutzt er dann auch diese Thermen. Das heißt, das ist jetzt ein weiterer Plotstrang, der nochmal dazukommt. Das heißt, wenn Leute sich in diesem Bad, in diesen Thermen aufhalten, dann raubt er ihnen mit einem Jungbrunnen die Lebenskraft und verjüngt sich selber. Das ist zumindest der Plan von seinen, ja, 80, 90 Jahren, verjüngt er sich wieder auf 30, zumindest ist das das Ziel. Dazu kommen dann noch ein paar andere Leute, die auch gerne jung sein wollen würden. Ala Rapaligan beispielsweise, die betreibt ja diese Zauberei. Das natürliche oder unnatürliche Verlängern des Lebens betreibt sie ja sowieso schon ein bisschen, denn die sähe sonst nicht so gut aus, wie sie es aktuell tut. Das sind so ein paar Plotstränge, und dementsprechend haben wir auch viele, viele Leute, die hier rumlaufen. Hier sind noch einmal wichtige Personen im Überblick. Das Ganze ist jetzt nochmal mit ja, Token versehen, beziehungsweise den Gesichtern, damit man da ja eine ganze Menge an Übersicht versucht zu erzeugen. Aber ich habe mal durchgezählt. Hinten, es gibt noch eine große Liste mit Anhängen. Auch die ist unglaublich groß. Ich habe mal geschaut, es sind 52 Seiten. 52 Seiten, auf denen jetzt die NPCs noch einmal vorgestellt werden. Und das sind 112 Personen, die hier rumlaufen, die alle eine verschiedene Motivation haben. Die haben alle einen Namen, und dazu kommt eben, dass sie sich noch einmal verkleidet haben. Denn dies ist eine Kostümparty, wenn man so möchte. Da kann man sich dann eben auch als jemand verkleiden, der man gar nicht ist. Und naja, diese 112 Personen, teilweise sind da auch Leute dann Bedienstete, die dann einfach nur Köche sind oder irgendwelche Diener, die dann Wein herumtragen. Aber einige von denjenigen sind dann auch verkleidet. Wir haben dann beispielsweise Bardo, den Kaiser, den ehemaligen Kaiser. Der hat sich verkleidet als Xeledio, der Spötter. Und der hat sich wiederum verkleidet als Kaiser Bardo. Also er hat sich verkleidet als sich selbst, und das ist so der große Plan, und alle freuen sich, dass seine Verkleidung so herausragend gut gelungen ist. Finde ich an sich ganz lustig. Ich freue mich auch, dass Bardo wieder aufgegriffen wird, nachdem ja diese Meisterperson sehr, sehr lange verschwunden war und alle dachten, der kommt sowieso nicht mehr drin vor, weil er noch aus DSA 1 Zeiten war, beziehungsweise noch viel früher. Kaiserzeit, die Bardo und Scheller damals innehatten, die wurde so nie offiziell bespielt, aber ab und zu wurde er mal aufgegriffen in aventurischen Booten oder sowas.
Aber ich finde das schön, dass er jetzt hier sich ein Ende verdient hat. Das finde ich ganz gut. Ja, wir haben wie gesagt 112 Personen und die Verkleidung und da sind dann weitere namenlos Geweihte dabei. Da sind weitere Hexen dabei, viel mehr Belkelel-Geweihte. Dann haben wir den Zeitdieb oder die Zeitdiebe, also Alara würde ganz gerne ein bisschen Zeit oder ein paar Jahre haben, Bardo natürlich. Dann haben wir normale Diebe oder Entführer, das ist dann die alte Gilde, die läuft dann natürlich auch rum. Dann haben wir einen Golgariten, der da rumläuft und dann Vampirjagd. Wir haben natürlich die Vampire, wir haben Raya-Geweihte, wir haben einfach nur stille Beobachter, die einfach nur da sind, weil sie gerne entweder Sex haben oder weil sie gerne zusehen, wie andere Leute Sex haben. Und dementsprechend gibt es unglaublich viele Red Herrings, die dann den Plot einfach verwässern. Und dieses Abenteuer zu leiten ist unglaublich schwer. Da würde ich auf alle Fälle dann sowas wie ein Whiteboard oder mehrere Whiteboards dann dem Tisch zur Verfügung stellen. Oder wenn man das eben online leitet, so wie ich, dann müsste man natürlich auch da so ein bisschen versuchen, Ordnung reinzubringen. Jeder bekommt ein eigenes Token, jeder bekommt ein eigenes Bild, damit man dann auch noch die Informationen, die man im Laufe zusammensammelt, da auch noch unterbringen kann, damit man einfach in diesem Wust an 112 Personen nicht untergeht. Ja, was wir hier sehen, sind dann noch Alkohol und Rauschmittel. Finde ich ganz gut, finde ich ganz gelungen, damit man da viele Namen hat, die man benutzen kann, damit es ein bisschen Abwechslung gibt. Man kann noch vieles essen, Süßspeisen wird dann hier eben nach und nach gereicht, damit das dann alles sehr orgientechnisch ausgearbeitet ist. Wir haben natürlich auch Spiele, die jetzt unabhängig von diesem großen Plot, ich habe jetzt gesagt, das sind mehrere große Hauptfäden oder Nebenfäden, die dann bespielt werden können. Unabhängig davon wollen wir natürlich diese 5 Tage ausspielen und wollen dann auch natürlich ein bisschen was von der Orgie haben. Auch wenn man Held ist und 12 Götter gläubig und eigentlich jetzt diese Diebe jagt. Aber es könnte ja dazu kommen, dass dann jemand mal mit einem anderen schlafen möchte oder den Liebesakt ausüben möchte. Und dazu gibt es dann auch Spiele, Orgienpunkte, wo man dann später auch noch einen Gesamtsieger ausloben kann. Man gibt, kann Geschenke vergeben. Das ist alles ziemlich cool, was man sich hier ausgedacht hat. Das macht das Abenteuer sehr, sehr lebendig, muss ich sagen. Natürlich gibt es auch weitere Gerüchte, Klatsch, Bettgeflüster, das darf nicht fehlen. Gerade wenn man sich dann, naja, mit den Leuten unterhalten will, dann müssen die eben auch nicht nur einen Einzeiler oder einen Zweizeiler loslassen, sondern man muss dann eben auch ein bisschen über die neuesten Drogen reden, die neuesten Vorfälle, irgendwas, was jetzt in diesem Jahr vorgefallen ist, irgendwelche illegalen Aktivitäten von denjenigen, die jetzt hier auf dieser Therme rumlaufen, dass man sie vielleicht auch erpressen kann. Wir sind, wie gesagt, immer noch in den namenlosen Tagen und da redet man dann ganz gerne auch schlecht über den anderen und damit man hier eben auch nicht ganz auf dem Trockenen sitzt, finde ich es echt gut, dass dann noch ein paar Gerüchte gestreut werden, die man dann so nebenbei, wenn man dann erschöpft in den Kissen liegt oder erschöpft im Pool sich ausspannt, dann kann man hier eben auch noch ein bisschen mit den Spielercharakteren, mit den Helden, da auch noch ein paar Informationen austauschen und sich mit denen unterhalten. Ja, es gibt weitere Red Herrings, weitere zufällige Ereignisse, die dann zutreffen könnten, wenn man das über die 5 Tage dann auserzählen mag. Das hat auch alles wieder nichts mit dem Hauptplot zu tun. Das sind, wie gesagt, zufällige Ereignisse, die ja random nebenbei passieren können. Finde ich auch wieder gut. Aber das sorgt einfach dafür, dass man dieses Abenteuer nicht in 4 Stunden durch hat, sondern dass man da sehr, sehr viel Zeit investieren kann, wenn man das denn möchte. Und hier an dieser Stelle mein Tipp, den kann ich schon mal vorwegnehmen. Spielt dieses Abenteuer nicht nur einmal mit einer Heldengruppe, sondern spielt es mehrfach. Nachdem man dann einen Plot durch hat, spielt man das Ganze nochmal mit einer anderen Heldengruppe, die zufällig auch auf diese Orgie ist und die dann einem anderen Plotstrang folgt. Meinetwegen bekommt die erste Gruppe, die dann dieses Mädchen retten soll, gar nichts von den anderen Ereignissen mit. Das könnte man natürlich so spielen, so spielleiten. Ich würde es cool finden, wenn man das einfach mehrfach spielt, denn das lohnt sich hier. Hier ist so viel los. Wenn man hier eine einzelne Heldengruppe damit konfrontiert, wird das, glaube ich, sehr unübersichtlich. Deswegen würde ich mich eben dazu entschließen, das einfach mehrfach zu erzählen und dann handeln die Ereignisse, die man dann nacheinander chronologisch spielt, die handeln aber zeitgleich in Aventurisch.
Das wäre so mein Tipp, dass man da dann ja, die erste Heldengruppe rettet dieses Mädchen und bekommt dann mit, wie, ja, wie diese Orgien eigentlich ablaufen. Und die andere Heldengruppe versucht dann, diesen namenlos Geweihten zu infiltrieren, versucht dann, den zu besiegen, hat sich hier eingeschlichen und bekommt dann den Plotstrang mit der Hexe und mit dem Vampir mit, beziehungsweise dem Vampir, da der den namenlos geweihten Gastgeber verwandeln möchte. Dementsprechend kann die Hexe da als Verbündeter helfen. Das ist dann so die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe verhindert dann, dass Bardo diesen Jungbrunnen benutzt und allen die Jahre klaut. Also ich würde das dann losgelöst von diesem einen Abenteuer, würde ich es mehrfach erzählen. Damit wird das diesem Abenteuer sehr viel gerechter, als dass man das dann alles in ein Abenteuer stopft. Ja, wie man jetzt hier erkennen kann, es gibt einige Szenen, die sind notwendig für einen Plotstrang und es gibt einige Treffen, die optional sind. Das ist natürlich auch immer abhängig von der Gruppe, wie harmonisch sich die Leute sind. Gerade wenn man mit Sexualität spielt, mag das ja auch nicht jeden ganz so beglücken und da muss man natürlich auch seiner Gruppe sagen, das ist jetzt eben die namenlose Nächte. Wir werden viel mit Sex zu tun haben, mit Intrigen und vor allem eben auch, das kommt unter anderem vor, mit Sextalk, mit Belkelel. Das sind alles so Elemente, die können dann ein No-Go sein bei einigen Spielern oder Spielerinnen. Und das muss dann auch abgesprochen werden, dass man meinetwegen auch sowas wie ein X-Card hinlegt, wenn die Szenen dann zu heftig werden oder wenn es einem einfach unangenehm wird, dass man dann diese X-Card berührt oder dass man einfach Stopp sagt und sagt, nee, möchte ich nicht, oder man legt von vornherein irgendwie fest, es soll keine sexuelle Gewalt geben, es soll keine, ja, ganz generell Belkelelschen Orgien mit Peitschen geben, dann kann der Spielleiter eben auch sagen, okay, dann kürzen wir das raus. Was dann in so einem Sex-Dungeon passiert, das steht ja auch nicht drin. Das kann dann der Spielleiter für seine eigene Gruppe auch festlegen. Und da sollte er, wie gesagt, dann aber auch auf die No-Gos von Spielern hören. Es gibt unterschiedliche Finale, die dann hier ausgespielt werden, abhängig dann von den Plotsträngen, die man hier einbaut. Man muss nicht alle nehmen. Es wird, wie gesagt, sehr unübersichtlich, wenn man es tun sollte. Das Problem ist, dass man normalerweise kann man nicht einfach, nachdem man eines der Finale aufgelöst hat, kann man nicht einfach aus diesem Sex-Dungeon raus. Man muss die ganzen namenlosen Tage hier drin bleiben, bis denn eine magische Barriere aufgelöst worden ist. Die Barriere hat einfach den Grund, dass man diese Sandbox begrenzt und dass man alle künstlich innerhalb von diesen Thermen hält. Das ist einfach dann einem Hexenknoten geschuldet, den dann die vampirjagende Hexe hier gezaubert hat, nachdem alle drin sind, damit hier keiner rausläuft und damit sie eben auch verhindert, dass der Vampir weitere Leute ansteckt. Wie gesagt, wenn die Helden dann im ersten Strang das Mädchen gerettet hat, was hier entführt worden ist, dann könnte man sie eigentlich rauslassen, dann verpassen sie aber eben den Rest, der hier sich noch abspielt. Aber wenn man dann, wie gesagt, eine zweite Heldengruppe reinführt oder auch eine dritte, die dann parallel zu diesen anderen Helden agiert bei 112 Leuten, kann das natürlich sein, dass man sich da auch nicht unbedingt begegnet, dass man sich dann nicht über die Füße läuft und sich dann gegenseitig behindert oder blockiert. Das ist natürlich hier definitiv möglich und während dann die eine Heldengruppe, die das Mädchen rettet, wird die andere dafür sorgen, dass der Hexenknoten wieder aufgelöst wird und der Vampir vernichtet wird und wieder eine andere Gruppe sorgt dann dafür, dass Bardo von Gareth seinen Jungbrunnen nicht benutzt. Ja, ich könnte jetzt noch viele verschiedene andere Ereignisse erzählen, die dann, je nachdem, welche Uhrzeit wir haben, je nachdem, welchen Tag wir haben, dann ausgelöst werden. Aber das bringt jetzt diese Rezension nicht voran und dementsprechend würde ich das hier einfach kurz halten. Ich sage einfach, guckt euch dieses Abenteuer an, versucht es zu leiten, versucht es ein bisschen abzuspecken, damit eben nicht ganz so sehr viele Personen dann vorgestellt werden müssen, die alle einen unterschiedlichen Charakter haben. Und versucht dann die einzelnen Szenen perspektivisch dann zu ändern.
Es gibt noch viele weitere Bilder, die ziemlich hübsch sind, natürlich auch ein paar Nacktbilder. Und wer eine Orgie spielen möchte, wer dann die Regeln aus Wege der Vereinigung benutzen möchte, der ist mit diesem Buch unglaublich gut bedient. Der wird hier sehr viel Spaß haben. Man braucht natürlich auch die richtigen Spieler, die dann das mitmachen, die dann Lust zu haben, aber dann kann das ein echt gutes Abenteuer werden. Die Anhänge sind ja unter anderem natürlich dann versehen mit den 112 Personen, mit den 52 Seiten für die NPCs. Die braucht man auch. Ich weiß nicht genau, wie man sowas dann leiten soll. Klar, wenn ich es online spiele, dann kann ich jeden Einzelnen mit einem Token dann beschreiben, kann die Motive reintun. Aber es ist trotzdem sehr anstrengend und jedem Einzelnen dann einen verschiedenen Charakter zu geben, das wird schon nicht ganz einfach. Unabhängig davon, die Anhänge fassen auch nochmal die Bardo-Thermen zusammen mit Plänen, mit Räumen, die man hier beschreiben kann. Und ja, das ist auch eben relativ gut. Ich würde auch empfehlen, dass man dann diese Bardo-Thermen als Handout unter den Tisch legt oder eben dann auf eine Map-Tool-Karte oder bei Roll20 auslegt, damit man sich hier eben auch orientieren kann, damit man sich ein bisschen frei bewegen kann. Dann kann man in verschiedenen Räumen zusehen, wie andere Leute Spaß haben oder man macht halt mit. Natürlich ist dann auch bei einer großen Therme mit vielen verschiedenen Stockwerken ist dann ein Anhang auch zu den Räumen sehr groß. Neben dem Personenverzeichnis, was hier nochmal in kurz ist, ja, in kurz abgebildet ist, kann man aber auch noch ein paar Hinweise zu Waffen finden, vor allem auch improvisierte Waffen und deren Schaden dann, der angerichtet wird, weil normalerweise alle Waffen dann am Anfang weggeschlossen werden. Man kommt aber um Kämpfe nicht drumherum und dementsprechend sind dann auch viele Waffen als Tabelle hier eingeführt, die man irgendwo finden kann, die man improvisieren kann und es gibt auch noch einmal Regeln zu dem Vampir. Und später dann zu dem Jungbrunnen von Bardo, wie der funktioniert, wie dann die Jahre geklaut werden und wie man das dann eben auch wieder rückgängig machen könnte. Ja, das wird dann eben alles in diesem Anhang noch einmal geklärt und damit ist das Buch mit den 220 Seiten, und vielen bunten Bildern auch durch. Kommen wir zur Modularität. Hier gebe ich 4 von 4 Punkten. Das ist genau das, was ich bei einem Abenteuer suche. Ich suche eine große Sandbox. Ich suche, dass ich es nicht nur in einer Zeit oder an einem Ort spielen kann, sondern dass es eben verschoben werden kann. Der Ort selber, klar, es ist irgendwie begrenzt in diesen Thermen. Das ist eigentlich, naja, negativ anzukreiden, aber na gut, ich kann mir die Stadt frei aussuchen und ich kann mir frei aussuchen, in welchem dieser großen und vielen Orte ich sein möchte, innerhalb der Therme. Wenn ich dieses Abenteuer spiele, lasse ich mich ja eben auch sehr darauf ein. Und ja, wenn man dann einen großen Freiraum zur Verfügung hat, da kann man nicht von Railroad oder so sprechen. Die Leute können sich hier sehr frei dann innerhalb der Thermen bewegen, können gehen, wohin auch immer sie wollen und mit Leuten reden, wem auch immer sie wollen. Jeder hat irgendwie noch eine eigene Agenda. Das macht zwar für den Spielleiter später schwierig, aber ganz generell ist das ein super modulares Abenteuer und dementsprechend 4 von 4 Punkten. Ich bin hochzufrieden. Spielspaß. Ja, da muss man sich drauf einlassen. Das ist dementsprechend dann eine 4 von 4 in Klammern oder wer halt keine Lust auf solche Sex Dungeons hat, der sollte das nicht spielen. Der wird hier nicht glücklich werden. Aber wer schon immer mal in einer feuchtfröhlichen Badehöhle sein möchte, mit nackter Haut und ja, wer dann da auch mal dieses Thema ansprechen möchte, anspielen möchte, der wird hier unglaublich viel Spaß haben, weil es ist einfach mit vielen Leuten unterschiedliche Szenen dann ausgearbeitet. Es gibt viele Plots, die man dann verfolgen kann, wenn man möchte, oder man lässt es halt bleiben. Das ist natürlich dann aber auch sehr vom Spielleiter abhängig, wie dann da der Spielspaß rumkommt. Also mit dem Spielleiter und auch mit den Spielern steht und fällt dieses Abenteuer. Die Spielleiterschwierigkeit ist es bockschwer. Natürlich gibt es verschiedene Fäden, die ich dann rein und rauskürzen kann, aber es gibt eben unglaublich viele NPCs, die ich alle unterschiedlich darstellen muss und ich muss jeden irgendwie auf der Agenda haben. Vor allem, wenn ich es am Tisch spiele, muss ich auch wissen, welche Räume wo sind, ohne dass ich jetzt lange blätter und muss mir das dann eben im Vorfeld sehr angesehen haben. Und das braucht viel Zeit an Vorbereitung. Unabhängig davon, dass man dann die 220 Seiten lesen muss, kommt dann eben auch noch viel Zeit
die ich dann im Vorfeld investieren muss. Es ist schwer. Ich gebe 1 von 4 Sternen. Man kann es sich, wie gesagt, erleichtern, wenn man das mit verschiedenen Helden spielt. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und ich gebe das nochmal als Tipp so weiter. Bonuspunkte. 3,5 von 4. Ich mag es, dass Balu wieder aufgegriffen wird. Ich mag, dass die alten NPCs nicht vergessen werden, sondern dass sie einen würdigen Abschluss bekommen. Das ist ein würdiger Abschluss für Balu, finde ich super. Dann geht es um Sex, das ist ein positiver Punkt, muss man natürlich mögen. Es geht um Thermen, ich mag Thermen, ich mag das alte Rom und dementsprechend gefällt mir das Abenteuer. 3,5, ich ziehe einen halben Punkt dafür ab, dass hier so sehr viel los ist, dass es um Namenlose geht, um Belkelel, um irgendwelche Diebe, um Raya-Geweihte, um Golgariten, um Vampire. Und das ist mir ein bisschen too much. Ja, klar, es ist in den namenlosen Tagen und da kann man mal das Böse auffahren, aber es ist halt wirklich, wirklich viel und das sorgt dann bei mir so ein bisschen für Abzug. Ist aber nur ein halber Punkt. Und damit ist das Abenteuer eigentlich relativ gut mit den Punkten weggekommen. Ich blende wie immer dann den Buchpreis ein, den PDF-Preis, die Seitenzahl und spreche eine Empfehlung aus für dieses Abenteuer, dass ihr es nicht nur einmal erzählt, nicht nur einmal leitet, sondern eben mehrmals. Der Wiederspielwert ist in meinen Augen ziemlich hoch. Gut, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, ciao.